Einen wunderschönen letzten Tag im August. Hier kommt der Impuls für den Monat September. Der September ist auf dem Kalender der Monat der Ernte. Und der Impuls bedeutet ja, du wirst jetzt das ernten, was du gesät hast. Du wirst jetzt das ernten, was du gesehen hast, was du dir gewünscht hast. Der Impuls für September, bleib bei dir. Bleib bei dir. Folge deinem Herzen. Die Herzensweisheit ist jetzt das Allerwichtigste. Lass dich nicht hineinziehen in irgendwelche Diskussionen. Geh nicht auf die Straße und demonstriere, sondern besinne dich auf deine Schöpferkraft. Deine Schöpferkraft ist das, was du mitbekommen hast, ist das, was du bist, als du hergekommen bist. Viele von uns sind nicht von hier. Viele von uns sind von vielen unterschiedlichen Sternen. Viele von uns, die schon lange wach sind, haben jetzt eine ganz wichtige Aufgabe. Und das ist der Impuls für September. Deine Aufgabe ist es, bereit zu sein. Bereit zu sein, bei dir zu sein und zu erkennen, die in dieser Inkarnation weiter diesen Weg gehen, die in dieser Inkarnation nicht aufgeweckt werden, die in dieser Inkarnation es gar nicht sollen. Erkenne, wünsche ihnen alles Gute, geh nicht in Diskussionen, Aggression, akzeptiere es. Akzeptiere den Weg des Anderen. Akzeptiere den Zeitpunkt des Anderen, der Anderen. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Entscheidend ist unser Gedanke. Unser Gedanke formt die Materie. Und immer mehr werden wir merken, und alle werden es merken über die Medien, wie entscheidend der Geist über die Materie herrscht. Liebe, Selbstliebe, Mitgefühl, Vergebung und seine eigenen Fähigkeiten zu trainieren, sie zu erkennen, sie anzunehmen. Wir alle können mit unseren galaktischen Brüdern und Schwestern und auch den Verstorbenen, dem Diesseits und dem Jenseits, kommunizieren, mehr und mehr. Dafür ist nichts nötig, außer bleibe bei dir. Erkenne deine Wirkung, erkenne dein Feld. Erkenne dich, lebe dich. Zieh dich zu dir zurück. Und dann breite dich aus. Breite dich aus. Und dann nimmst du alle mit in dein Herzensfeld. Berühre dein Herz. Sprich mit ihm und sag, ich liebe mich. Und ich bin ganz bei mir. Und dann fühle und dann manifestiere deine neue Zeit. Manifestiere dein Leben. Wenn du morgens aufwachst und traurig bist oder dich schwer fühlst oder diese typische Melancholie, dann setz dich hin. Oder wenn du abends schlafen gehst und schöpfe dein Aufwachen und sage zu dir,
Ach, ich danke für diesen wunderschönen Tag, für die Sonne, für die Menschen, für die Tiere, für das Erleben, für die Geschenke. Und morgen, wenn ich aufwache, bin ich ganz leicht, glücklich und zufrieden und erlebe einen wunderschönen Tag. Danke. Und jetzt gleich, wenn ich in die Nacht gehe, werde ich eine wunderschöne Reise erleben, kann mich erinnern und bring das mit in meinen Tag. Und so stehst du morgens auf, voller Freude, ein Lächeln im Gesicht und beginnst den neuen Tag. Bleibe bei dir, es ist ganz einfach. Das ist die Herzensweisheit. Mehr und mehr werden wir sie leben. Mehr und mehr werden wir sie erleben. Bleibe bei dir. Sei bereit für die, die jetzt wach werden. Sei bereit für die, die Fragen stellen. Sei bereit für die, die so aggressiv jetzt werden oder in Schock geraten. Alles das, was im Außen ist, dient dem Aufwachen. Und egal, wo du dich befindest, in welcher Bewusstseinsstufe, es geht immer um das Gleiche. Bleibe bei dir, lebe deine Selbstverantwortung, löse deine Glaubenssätze. Wie das geht, da gibt es ganz viele Videos. Und es ist auch ganz einfach. Und vielleicht hast du Begegnungen mit wundervollen Wesen und denkst, wer spricht da mit mir? Hör hin, öffne deine Ohren mit dem Herzen, bleibe bei dir, alles ist möglich. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren Start in den Monat September 2022. Schön, dass es euch gibt. Lebt die Liebe, bleibt bei euch. Und fühlt, fühlt die Wahrheit. Ist das wahr? Fühlt. Geht raus aus dem Kopf. Fangt an zu meditieren. Zieht euch zurück. Dann ist es viel einfacher, die Wahrheit zu erkennen. Sie zu fühlen, sie zu erfühlen. Es geht darum, die Wahrheit zu erfühlen. Alles, was uns im Außen präsentiert wird. Ist es wahr oder ist es Lüge? Egal, was im Außen kommt, die hohen Kosten, die angebliche Impfpflicht, die angebliche Maskenpflicht, das und das und das und das und das und das. Ja, fühle. Gehst du da mit? Lässt du dich da hineinziehen? Ich verspreche euch, wenn ihr bei euch bleibt, lebt ihr auf eurer eigenen Zeitlinie. Ihr lebt in eurem eigenen Universum mit den anderen zusammen, die schon dort sind. Fühle dich, nimm dich wahr, liebe dich, nimm alles an, was ist. Und dann fühlst du deine Schöpferkraft, dein Göttliches in dir. Und das kannst du dann Stück für Stück für Stück ausbreiten. Und dann wirst du merken, wie dein ganzes Feld sich verändert. Und die Menschen, die du dann nicht mehr erreichst und die dich nicht mehr erreichen, weil die Schwingung so unterschiedlich ist. Wünsch ihnen alles Gute, ein schönes Leben und geh weiter. Bleibe bei dir. Akzeptiere den Zeitpunkt der anderen. Ja, und jetzt erneut wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den September. Eine lichtvolle Zeit,
in der schon neuen Welt mit großen Geschenken, mit dem Wiedererkennen. Erinnert euch, ich habe immer gesagt, erinnert dich, erinnert dich, erinnert dich. Und mehr von uns erinnern sich jetzt. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, eine lichtvolle Zeit. Eure Susanne.